Abschied von Brünnhilde oder mein schizo-schwuler Walkürenbauch. Mein Bauch fühlt sich schon wieder umfangreicher als noch gestern an. Kein Wunder, ich hege und pflege ihn immer wieder mit Lindpralinen, Pizza, Wein und nicht geringen Mengen Bier, wenn man das jährliche Volumen einmal hochrechnet. Mit Cashewnüssen und Häagen-Dazs Eisbechern. Die große Packung, nicht die kleine. Natürlich habe ich auch langanhaltende, gesunde Phasen, in denen ich Selleriesaft trinke, Acai-Bowls verspeise und Bulgur statt Burger lockt. Oder eine Kanne Stoffwechsel-Power-Tee. Aber diese Phasen gehen immer wieder vorbei und schaffen es nicht, meinen Bauch nachhaltig zu beeindrucken. Hinzu kommt, dass ich mir jeden Morgen eine Pille einwerfe, die natürlich an allem schuld sein muss, was falsch läuft in meinem Leben. Es ist ein sogenanntes Neuroleptikum. Man könnte auch von Psychopharmaka oder Antipsychotika sprechen. Wie Sie es auch immer nennen möchten, diese Pille hat meinen Stoffwechsel nachhaltig umgestellt und sorgt seit nun schon vielen Jahren dafür, dass mein Bauch wächst und gedeiht. Er macht einfach, was er will, beziehungsweise sie macht, was sie will. Sie haben richtig gehört, mein Bauch ist eine Sie. Genau genommen handelt es sich um eine schwule Operndiva, die ich ohne meine Erkrankung womöglich gar nicht kennengelernt hätte. Moment, was haben Homosexualität und Sopranistinnen mit meiner langlebigen Schizophrenie-Diagnose zu tun, die ich seit einer gefühlten Ewigkeit bereits mit mir herumschleppe? Nun, die Antwort ist ganz einfach. It's complicated. Es folgt ein Missverständnis. Nicht jeder Mensch, der an Schizophrenie erkrankt, hört Stimmen. In meinem Inneren kann ich noch so hellhörig lauschen. Es bleibt ruhig. Stimmen hören? Nada. Gerade deswegen wahrscheinlich habe ich mir Brünnhilde, das ist der zünftige Name meines runden Bauches, herbeiimaginiert. Vergleichbar mit der jungen Elsa von Brabant, die sich den stattlichen Gralsritter und reinen Helden Lohengrin herbeiwünscht, um sie vor der Anklage zu retten. Wobei mein Bauch mich nun nicht gerade rettet. Im Gegenteil. Brünnhilde hat nur Unfug im Sinn. Indem ich das Gegenteil von dem tue, was sie möchte, lande ich automatisch auf dem Pfad der Tugend. Ob ich dorthin möchte, ist noch einmal eine ganz andere Frage. Jedenfalls fing es mit Brünnhilde und mir ganz harmlos an. Eine Tafel Haselnussschokolade hier, ein Bierchen in der einschlägigen Bar dort und schon war sie plötzlich da. Die Geburt einer Tragödie aus dem Geiste zu vieler Kohlenhydrate. Zunächst verhielt sie sich still, doch nach einiger Zeit wurden ihre fordernden Wünsche unüberhörbar. Es muss mit einer gestörten Darm-Hirn-Schranke zu tun haben, die dafür sorgt, dass Brünnhildes Wunsch nach Zucker, Alkohol und Fett direkt und ungefiltert bei mir aufflackern konnte. Mit anderen Worten, ich neige auch noch zu Suchtverhalten. Andere Menschen würden wohl von ihrem inneren Schweinehund sprechen und dass sie gern einmal sündigen und ein Stück Schokolade essen. Aber so behandelt man eine Dame von Welt nun einmal nicht. Womöglich fehlt es mir einfach an Disziplin, aber gleichzeitig weiß ich natürlich, dass ich Achtsamkeit walten lassen sollte. Es handelt sich schließlich um einen Teil von mir. Ich sollte also Wertschätzung und Selbstfreundlichkeit in den Fokus stellen, um nicht zu sagen, mein Bauch gehört mir. Brünnhilde ist eine gute Freundin, die immer wieder aufs Neue versucht, die Darm-Hirn-Schranke zu knacken und mich mit zuckrigem Wohlgenuss berieselt. Ich weiß, was ich an ihr habe und in einer Freundschaft toleriert man schon einmal die merkwürdigen Marotten der jeweils anderen Person. Ich bin ja zugegeben auch kein ganz einfacher Umgang. Über Absonderlichkeiten verfügen diese Diva und meine bescheidene Wenigkeit jedenfalls in rauen Mengen. Dann ist ihnen womöglich das Kuriosum aufgefallen, dass ich mich, ohne jeden symptomatischen Grund, mit einem schwulen, extravaganten Bauch mit Frauennamen austausche. Sie finden diese Tatsache absonderlich? Zugegeben, der Punkt geht scheinbar erst einmal an Sie, aber Sie vergessen dabei den wichtigen Fakt, dass ich schließlich krank bin. Paranoide Schizophrenie, um genau zu sein, schon vergessen? Das Gute an der Diagnose ist, dass sie mir eine Art Narrenfreiheit gibt. Wenn ich schon nicht für voll genommen werde, kann ich auch mit einem dievenhaften Bauch spielerisch umgehen. Außerdem werden Sie mich doch wohl nicht etwa diskriminieren wollen? Oder doch? Ich habe Sie bislang für einen aufgeklärten Menschen gehalten. Stigmatisierung gibt es nun wirklich mehr als genug rund um diese Erkrankung. Und sie nimmt immer weiter zu. Verabschieden Sie sich daher von der dunklen Seite. Seien Sie neugierig auf die schiefen Töne, die mein sagenhafter Bauch für Sie trällert. Vollbringen Sie ein gutes Werk. Setzen Sie ein Zeichen. Heben Sie die Flamme der Aufklärung in die Lüfte. Sie sind ein heldenhaftes Vorbild. Vielen Dank und Prost.